Hallo und herzlich willkommen bei Gizmodo. Ich bin Matthias und hier auf der CES am Stand von Sony. Vor mir habe ich die neue Action Cam Mini. Das ist das Modell HDR AZ1 VR. Die nimmt Videos in Full HD auf, ist ziemlich klein und leicht und kostet $299. Wenn man das zusammen mit dieser Fernbedienung hier möchte, die man auch an seinem Arm befestigen kann, man sieht es hier, kostet das Ganze $350. Wie gesagt, sie nimmt Full HD auf. Und wie man das von Sony kennt, kommt sie mit einer ordentlichen Linse von Zeiss. Das steht hier oben dann auch drauf. Und sie filmt mit 170 Grad Fischaugenobjektiv. Also kriegt man recht viel drauf und 50 Megabit pro Sekunde als Bitrate. Sie ist natürlich ja nicht wasserdicht. Dafür gibt es dann die einzelnen Cases, die man dazu kaufen kann, aber spritzwassergeschützt. Wir sehen hier, ist nur ein relativ kleines Display dran. Wi-Fi ist an, über Wi-Fi verbindet sie sich auch mit diesem Gerät hier, mit der Fernbedienung. Und wenn man möchte, kann man mit der Fernbedienung übrigens bis zu 5 solcher Kameras auf einmal ansteuern. Außerdem natürlich, wie von Sony gewöhnt, lässt sich damit die Play Memories App von dem Smartphone verbinden. Also braucht man nicht unbedingt diese Fernbedienung hier. Außerdem sehen wir hier so ein kleines Zeichen, das Ganze versteht NFC, um sich relativ schnell dann mit dem entsprechenden Handy zu verbinden. Play Memories gibt es übrigens für alle Android-Phones und iOS-Phones. Ja, das wäre das eine Gerät, dann haben wir hier noch ein anderes. Das ist sozusagen der große Bruder. Der kostet $499, kommt auch zusammen mit der Fernbedienung, die man sich an den Arm ran macht. Und ihr seht es hier schon, die kann 4K aufnehmen. Ist natürlich auch spritzwassergeschützt und kommt auch mit der App hier oben. Das Ganze kann man übrigens natürlich auch ohne App benutzen. Mit der App, mit der Wi-Fi-Verbindung an, soll sie mindestens 1,5 Stunden halten. Also mit 4K-Auflösung, mit allem, was man damit machen kann als Lebensdauer für die Batterie. Wenn man den Wi-Fi nicht braucht und sie einfach einzeln benutzt, was hier auch machbar ist, weil sie ein relativ großes Display hat, wo man auch alle Einstellungen hier recht komfortabel vornehmen kann, hält die ganze 2,5 Stunden. Ja, an sich finde ich ganz interessant. Was haltet ihr von der Kamera? Ich bin mal gespannt, wenn wir sie dann ausprobieren können, wie sie sich schlägt gegen eine GoPro. Natürlich gibt es auch jede Menge Zubehör davon. Kann man sich sogar seinem Hund umschnallen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt mir doch mal in Kommentare. Ich werde dann schauen, dass ich relativ schnell darauf antworte. Dankeschön, das war Matthias für Gizmodo.